die Ideologie, die sehr antisemitisch ist, beide? Ja, dass der Islam angeblich antisemitisch sei, hört man ja des Öfteren. Aber nur die wenigsten stellen sich die Frage nach dem Wahrheitswert dieser Aussage. Denn wenn man die historische Faktenlage betrachtet, meine Damen und Herren, ist genau das Gegenteil der Fall. Was ist, wenn ich Ihnen sagen würde, dass der Islam das Judentum sogar gerettet hat? Und dass ohne den Islam das Judentum heute praktisch nicht existieren könnte? Ja, für einige mag das eine sehr überraschende Aussage sein, jedoch entspricht sie dennoch den historischen Fakten. Der jüdische Geschichtsprofessor David Wasserstein hat hierzu sogar einen umfangreichen Universitätsvortrag gehalten, wo er die Errettung der Juden durch den Islam in allen wichtigen historischen Einzelheiten erklärt hat. Jene Zuschauer, die der englischen Sprache mächtig sind, können sich den Vortrag als MP3-Link gerne anhören. Der Link sollte in der Beschreibung zu finden sein. Ein anderer bedeutender Historiker ist in diesem Fall Shlomo Alfasser. Ein international bekannter jüdischer Advokat und ausgezeichneter Kenner der iberischen und osmanischen Geschichte. Herr Alfasser hat im Oktober des Jahres 2007 einen Artikel im israelischen Insider Magazine mit dem Titel »Wie die Türken die Juden vor dem Genozid retteten« veröffentlicht. Darin geht Alfasser auf die versuchte ethnische Säuberung der Juden durch die spanische Regierung ein und hebt die Errettung der Juden durch den türkischen Sultan hervor. Ich werde hierzu ebenfalls einen Link in die Beschreibung einfügen. Und natürlich könnte man jetzt auch die zahlreichen muslimischen Schindlers wie Khalid Abdul Wahab oder Abdul Hussein Zardari, die Juden vor ihrer Ermordung durch die Nationalsozialisten bewahrten, als weitere Beispiele aufführen. Aber der historische Konsens, meine Damen und Herren, neigt definitiv mehr in Richtung der Aussage, dass es Juden im Vergleich zum christlichen Europa in der islamischen Welt tausendfach besser gehabt haben. Hierzu ein Auszug eines Vortrags des jüdischen Geschichtsprofessors Moshe Zuckermann. Denn vergleicht man die Geschichte der Juden in der islamischen Welt mit der Geschichte der Juden im Abendland, haben es die Juden in der islamischen Welt tausendfach besser gehabt als im Abendland. Von den Kreuzrittern beginnend über die Inquisition bis hin zu Shoah. Die Shoah ist nicht im Irak oder im Jemen oder in Marokko in die Welt gesetzt worden. Das hat schon das aufgeklärte Abendland, das göttliche Abendland veranstaltet. Das heißt also, wenn man auch heute sagt, ja, weil sie verfolgt worden sind, nimmt man nicht in Kauf, warum gab es mit einmal Unstimmigkeiten zwischen Juden und ihrer arabischen Residenzgesellschaft. Das hatte was mit dem Zionismus und der Entstehung des Nahostkonflikts zu tun. Das hatte nicht mit irgendwie mit einem a priori Ressentiment des Islam gegenüber den Juden. Der Islam war viel toleranter den Juden gegenüber, als das Christentum es je gewesen ist, je sein konnte.